schon auf.
haben uns ja so lange nicht gesehen. Finde ich ja so toll, dich hier zu treffen. Musst du mir unbedingt mal erzählen, wie es dir jetzt geht. Ich habe gehört, du machst diese Sache da beim Unfall. Die Sache von dem Paul, hast du das gehört? Finde ich ja ein Ding. Ich habe überhaupt keine Zeit, irgendwie. Ich muss jetzt leider gehen. Tschüss, mach's gut. Wir sehen uns ja wieder mal. Ne? Tschüss. Guten Tag, liebe Zuschauer. Moment mal. Ich bin eben auf sehr unschöne Art und Weise gelockert worden. Aber das ist eigentlich auch heute unser Thema. Doch wir wollen das auf viel angenehmere Art und Weise machen. Wir beginnen wieder vom Stuhl und werden versuchen, den ganzen Körper durchzulockern. Wir beginnen mit den Händen und schütteln sie kräftig aus. Unten, oben, vorne. Ruhig ein bisschen zu. Wir nehmen die andere Hand. Sie werden merken, dass auch der ganze Arm locker wird, wenn Sie die Hand schütteln. Und nehmen Sie beide Arme. Passen Sie sich ein bisschen der Musik an. Schütteln Sie oben, unten. Nun sind die Füße dran. Auch der Unterschenkel und der Oberschenkel sollte ein wenig locker werden. Der andere Fuß. Und versuchen Sie es mit beiden Beinen. Rutschen Sie ein bisschen nach vorn auf Ihrem Stuhl. Nehmen Sie noch die Arme mit dazu. Schütteln auf den Stuhl. Es geht. So, machen Sie ein wenig Pause. Jetzt sind die Schultern dran. Setz dich mal ins Profil, Reinhard. Und zwar sollen die Schultern ausgelockert werden. Das ist immer ein wenig schwierig. Sie können sie ein wenig auf den Stuhl vorrutschen. Dann haben Sie etwas mehr Bewegungsfreiheit. Die Bewegung soll von den Schultern ausgehen und die Arme hängen locker. Versuchen Sie es doch gleich einmal. Ha? Mal kurz auf mit dieser Bewegung und machen auch einmal eine leichtere Bewegung, damit wir noch etwas mehr Gefühl für die Schultern bekommen. Schultern anheben und fallen lassen. Ja. Die Schultern bis zu den Ohren ziehen. Ja, und nun mal die Schultern nach vorn bewegen. Schluss die Schultern kreisen, einen großen Kreis beschreiben, auch einmal rückwärts, ja, danke schön, versuchen Sie noch einmal das Schütteln der Schultern, so wie es Reinhard jetzt macht. Wunderbar, jetzt wird's besser. Dankeschön. Bringt die Stühle weg. Jetzt sind die Beine dran. Wir schütteln ein Bein locker aus. Dabei kann es natürlich zu Gleichgewichtsproblemen kommen. Halten Sie sich fest am Partner oder sonst irgendwie an einem Stuhl oder sonst ein Möbelstück.